Kleinlinden an den Schulgärten. Die evangelische Kirchengemeinde veranstaltete am Sonntag rund um das Gemeindehaus ihren traditionellen Basar, der nach dem Gottesdienst um 12 Uhr seine Pforten öffnete. Die Gemeindemitglieder waren im Vorfeld wieder gebeten worden, für den Flohmarkt im Haushalt ausgediente Gegenstände zu spenden. So kam auch in diesem Jahr eine große Produktpalette zusammen, die auf LKW-Ladeflächen, in Zelten oder im Gemeindehaus feilgeboten wurde. Angeboten wurde Spielzeug wie Gesellschaftsspiele, Puppen oder Stofftiere. Ebenso fanden sich Elektrogeräte wie Hi-Fi-Geräte, Haushalts- und Küchengeräte. Tassen, Teller und Sammelgegenstände aus Porzellan gab es ebenso zu erstehen, wie auch Gegenstände aus Glas wie Trinkgläser, Vasen oder Kristallgläser. Ein Bücherflohmarkt fand im evangelischen Jugendheim statt. Hinzu kamen selbst erstellte Kränze, Gestecke und Handarbeiten. Und da die Advents- und Weihnachtszeit unmittelbar vor der Tür steht, gab es auch reichlich weihnachtliche Dekorationsware zu kaufen. An die 100 Helfer sorgten für den reibungslosen Ablauf des Basars, der wieder zahlreiche Besucher anlockte. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. So gab es, um den Hunger zu stillen, neben griechischen Spezialitäten, Suppe, Waffeln und Plätzchen auch wieder ein reichhaltiges Kuchenbuffet. Die Erlöse aus dem Basar kommen der Kindertagesstätte Rote Schule, Brot für die Welt und anderen Hilfsprojekten zugute.